Morgen von der Weser, 9:30 Uhr. Alle zusammengepackt. Und wir werden starten. Jetzt gleich. Auf geht's! Richtung Nienburg erstmal und dann Verden. Rechts die ersten Obstplantagen. Und es wird gearbeitet. Schleuse Landsbergen. Und da hinten kommt sie ja ein Boot. Kein Wind heute. Sonne kämpft so leicht durch sich. Wieder beste Bedingungen. Wir sind jetzt in Esdorf. Mit Storch. Ist ja überhaupt echt. Beweg dich mal. Hier gibt es eine Radlerscheune. Wollen wir wahrscheinlich auch übernachten. Sehr schön. Eine Mini-Windmühle. Lässeringen sind wir jetzt. Immer schön zickzack geht der Weg hier. Schon Nienburg an der Weser, an einem der Vororte. Reiz zu den Naturfreunden hier in Nienburg an der Weser. Hemmelinger Pilsner, deine Lippen will ich spüren. Das ist die Altstadt. Spargelbrunnen. Der Spargelbrunnen. Ja. Polizeimuseum von Niedersachsen. Oh, das ist Nienburg an der Weser. Hinter dir ist Rathaus, ne? Oh, nächster Ort ist in Hoja. 36 Kilometer noch. Ist das schön. Schöne Fußgängerzone hier in Nienburg. Alles einheitlicher Baustil, sehr durcheinander, aber schon sehr norddeutsch geprägt, würde ich mal sagen. Nein, er heißt Schiedwetter. Händchen. Jetzt mal wieder über die Weser. Ja.
ein Schiff wird kommen. Oh, der blubbert noch schön, der diese. Ja, hier ist dann schon ein bisschen mehr Schiffsverkehr. Naja, Nienburg ist ja bekannt eigentlich auch. Da kommt der Blubbermotor. Die Weser bei Nienburg. Kilometer 269. Kilometer 269, sagt Carsten. Eine Kutsche vor uns. Schönen Tag noch. Hier ist die Welt noch heil. Latsch. Ja. Hier am Hafen in der Nähe von Drakenburg. Oh, so einen griechischen Imbiss gefunden. Da essen wir jetzt ein Pita. Mit Souvlaki warst du, wa? Souvlaki. Und ich esse Bier. Hähnchen. Brauchst du noch so ein griechisches Bier? Ich habe einen Erdinger genommen. So, haben wir lecker beim Griechen Mittag gegessen. Pita mit Hähnchen bzw. Souvlaki. Jetzt geht's weiter Richtung Hoya. Das war die Dorfkirche zu Schweringen. Altenbücken. Hey baby, if you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing here.
Moin. Damit kommen wir gleich nach Fruya. Der Hafen. Historische Pflasterung hier, stimmt. Oh, ganz kurzes Stück. Fruya. So. Historischer wird's hier nie. Naja, das ist die historische Altstadt. Frühhistorisch. Ein lila Haus hier, herrlich. Kunst. Kunst in Hoya. Hier ist doch Historie. That's Hoya. Immer wieder. So, hier ist die Weser dann schon richtig eingedeicht. Jetzt hinter Hoya war jetzt nicht so der Bringer, altstadtmäßig. Nächster Ort ist ein Pferden, großer Ort. Da wollen wir dann einkaufen. Bergen. Marketzen. Herrlich hier. Herrliche Höfe. Bank? Oh, Bank da Pause. Wenn die weitermachen. Achso, die Banken da. Ja. Eine Weserbrücke wieder. Bergen. Aha.
So, wir sind jetzt in Werden an der Aller. Thorsten ist gerade beim Netto Armbrot besorgen. Heute ist ja griechischer Tag. Wir wollten endlich Gyros machen mit Tzatziki und ein bisschen Krautsalat. Mal sehen, was damit bringt. Verden sind wir jetzt angekommen. Ein Blick über Werden an der Aller. Die Aller. Die Aller. Das andere war die alte Aller. Und jetzt sind wir in Werden. Das andere war noch der Ort Hönig. Fahrradstadt. Naja, auch wieder so eine Einkaufspassage. So, da ist das Rathaus und im Vordergrund hier ist die Domweihe. Kulturschock in Werden. Rush Hour in Werden. Werden haben wir verlassen jetzt. Jetzt geht es Richtung Endziel für heute. Zum Drosselhof wahrscheinlich, wenn alles klappt. Gigantik. Irgendeine Sirene geht hier. Irgendeinen Alarm hat er ja. Und ein Auto hinten drauf. Hagen. Drosselhof. Da wollen wir hin. Das ist der Campingplatz Drosselhof. Da mal fragen.
Tageszieher recht, Camping Drosselhof. Hier stehen unsere Zelte. Der Wiese vorne gleich am Anfang. Wir waren wieder über 80 Kilometer. Super Wetter. Ganz interessante Strecke mit einem leckeren Mittagessen. Beim Griechen. Heute Abend gibt es nochmal griechisch. Ja, dann hören wir uns später. Gleich beim Kochen. Eine Ringeltaube. So, nicht, dass wir nur einmal beim Griechen heute waren. Wir machen griechischen Abend heute. Tzatziki, Gyros oder Kebab ist es zwar, aber egal. Zeus Uso. Noch andere schöne scharfe Sachen. Einen Weißkrautsalat. Mmh, das wird schmecken, wa? Das denke ich auch. Yam, yam, yam. Die Abendsonne. Drüben die Weser. Ja, wir sind dahinter am Deich gleich. Wassersportverein Drosselhof. Ja, so sieht es hier aus. Und super Wetter haben wir wieder abends. Ja, dann sage ich schon mal gute Nacht. Wo es erst um 8 ist, bis morgen denn, wa? Ciao, ciao.